So aus dem Märchen. Jesse. Ja, Jesse. Ah, das ist die? Hä? Die lebt nicht mehr, ne? Glaube ich. Oh, Jesse. Schade. Um die Pizza. Hier ist Jesse also aufgetreten. Könnte ich mir eigentlich mal anschauen. Oh, cool. Da habe ich auch ein bisschen Ruhe, dann können wir ein bisschen ab. Ein bisschen. Wollen wir los? Ja. Ja, wie los? Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Chocobo-Rennen. Auch die Areale. Wie, haben die keine Aufführung? Ist doch scheiße. Hallo. Ich führe sie hier auf. Mann, das ist doch scheiße. Oh, oder? Boah. Hier ist für... die Luxusaufführung. Ist Ausführung 10 oder was? Ah, Mann. Das Buffet in der VIP war vom Allerfeinsten. Kümmer doch. Na, wen haben wir denn da? So trifft man sich wieder. Ist auch mal. Ein heißes Tänzchen, das du dir da mit Direktor Dio geliefert hast. Richtig herzerwärmend. Du scheinst für das Rampenlicht geboren zu sein und es sichtlich zu genießen. Was machst du hier? Ich wirke an der Produktion eines gewissen Bühnenstücks mit. Ha! Meine choreografischen Fähigkeiten sind gefragt. Was meinst du? Willst du nicht? Kein Interesse. Selbst das Rampenlicht vermag dein Herz nicht zu wärmen, hm? Ja. Ich bedauere, aber so. Diesen Fahrstuhl. Herzlich willkommen im Gold. Willkommen in der grünen Oase. Unendlich viel Spaß im goldenen Paradies. Hinter dem schillernden Eingang ist die verschiedene Square, 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 doch Square gehen, wird ne? Eine große Vielfalt an Stücken aufgeführt. Skyway Square. Die jeder kennt, bis hin zu neuen Werken. Aber Skyway Square. Machen Sie es sich in den komfortablen Sitzen bequem und lassen Sie sich in zauberhafte Welten entführen. Und Moment. Darüber hinaus gibt es noch weitere, nicht minder spannende Areale darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Machen wir das hier, oder? Es gibt einige Sachen, die es hier gibt, ne? Finde ich cool. Aber schade, dass es eben nicht klappt. So, okay. Willkommen auf dem Wonderland Square. Dies ist Ihr erstes Mal, nicht wahr? Hier wird gleich ein 3D-Bild entstehen. Hey, ja. Seht aufmerksam zu und ratet, was es sein könnte. Tada! Das Bild ist fertig. Wuff, 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 wuff. Ich präsentiere den treuen Hund Stan. Okay. Oh, Baby. Oh. Wen haben wir denn da? Oh, Cloud. Ich dachte, du wolltest dich ausruhen. Konntest den Verlockungen des Gold Saucers wohl doch nicht widerstehen, was? Du bist allein? Ja, es gab so viel zu sehen, da habe ich die anderen aus den Augen verloren. Ah, sie sind alle bestimmt getrennt.
Ah, man kann aber nicht mit ihr sprechen, irgendwie sowas. Das ist so ein Museum, oder was? Bikes? Welche lege ich jetzt am besten? Dich vielleicht? Hm. Wir können hier spielen. E-Bike. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Ah, okay, man fährt damit. Hallo Leute, habt ihr auch viel Spaß hier auf dem Wunder? Ich muss mir die Ideallinie gut einschlägen. Freunde, probieren unseren virtuellen Prüfner aus. Geschwindigkeitsjunkie schwingt sich an. Ah, ist ja wie in der Gamescom hier, Alter. Leck mir am Arsch. Du hast mir versagen. Das ist virtuell, ne? Virtual Reality. Wahrscheinlich starke Sprung mit dem Knall. Ausweichen. Ich bin 1800.
Tana. Ja. Wir können natürlich das volle Programm nehmen. Wie haben wir denn eigentlich geschafft? Fortgeschritten. Ja. Da hätten wir 30.000 machen können. Na komm, mach mal nochmal. So, das spielen wir mal. Geht schnell. Ansonsten skippe ich das und klingt dann gleich. Ja! Ja! Hey, 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 hey. Ja! 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 Langsam. Ja. Yeah.
Alter. Ah, ich bin geschlossen. Na ja. 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 Ich denke, das ist aber auch ein Pferd. Ja. 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 Na ja. 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 Gleich gut sein. Genau gleich gut sein. Das ist so eine Verarsche, ne? Genau 50 Punkte fehlen, ja. Komm, leck mich doch. Kein Bock mehr. Das dritte Mal habe ich es versucht. Ne. 50 Punkte, Alter. So. Er wird eine längere Folge, denke ich. Wir gehen jetzt an die Tische. Spiele mit uns. Ist euer Deck gut für den Kampf aufgestellt? Und habt ihr eure Taktiken verinnerlicht? Werft einen letzten Blick darauf, bevor ihr euren Platz am Schlachtfeld einnehmt. Den Gewinner erwartet Beifall. Komm hier nicht mehr raus. Lass uns als nächstes Blut der Königin spielen. Scheiße. Lasst die Karten sprechen. Das Blut der Königin. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Deck? Dann kann das Spiel ja losgehen. Ah, warte mal. Das ist Herausforderung. Okay, wir könnten hier ja die... Ja, ich würde das... Ich würde sagen... Ah, ich mach die wieder offline, oder? Das läuft besser, weil es zu viel... Ja, muss man nicht zeigen, oder? Weil das ist immer das Gleiche. Ich würde das alle freispielen, würde ich sagen. Auf eine Runde. Und ja, wir sehen uns dann beim Schützer, bei dem nächsten Zimmer, bei dem nächsten Event. Bis gleich. So Leute, es geht weiter. Nach 4 Stunden. Dieses Card Game. Ja. Geht's weiter. Was ist das hier? So, hier kannst du hier das machen. Ah, komm, mach mal. Hey, Boxen. Die Steuerung noch. Ah, Boxen. Ich bin bereit! Ja! Na los, komm! Ja! Was ist? Angst? Ich bin bereit! Ja! Ja, aber treff ich den überhaupt? Genug jetzt! Hä? Okay. Da war ja alles den Leben. Hä, es macht ja gar keinen Sinn.
So, warte. Ah, warte mal. Nein, falsche Seite. Och, Mann. Was ist Angst? Ja. Ah, nein, hier, falsche Seite. Ich bin bereit. Keine Gnade. Junge. Ich weiß schon, wie es geht. Na los, komm! Ja. Was ist? Angst? Bam, auf die Fresse. Hat keine Angst. Ich bin bereit! Ah, falsche Richtung. Na los, komm! Ja. Bereit für den jetzt. Tod? Jetzt haben wir's. Na, okay. Ich muss ausweichen statt zu blocken. Besser. So, es kommt noch weitere, okay. Oh mein. Die sind noch schwerer. Kann ich das droppen? Cool. So, das ist. Ja, okay, haben wir nochmal neu. Zum Verschrecken, ja. In welche Richtung der kommt? Oben! Warum soll das denn wissen? Ah, oh, fuck. Ich hab doch. Ach, es war rechter Stick. Oh Mann. So nervig. Voll schwer. Und jetzt mehrmals irgendwo mal da. Aha. Ach scheiße, rechter Stick war das. Au. Ja. Mann, Alter, ich krieg die Kiese mit dem Typen. Keine Ahnung, was man in einer Nanosekunde da auslassen muss. Nein, ich hab die Sticker verwechselt. Ja. Nimm's nicht persönlich. Ich, die Drecksau. Boah. Ich hab's bestimmt geschnitten, ja. Weil das dauert zu lang. Ja.
Bruder. Nein. Marsch nicht. Könnt mich mal. Ich mach den letzten nicht. Beim virtuellen Prügeln kommt es auf. Von einem schlechten Start erholt man sich nur schwer. So, nächste Area. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ja, warte. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, Koko. Ich gehe da zu Fuß hin, ich hab gar keinen Überblick da. Aber genau hier neben soll da was gewesen sein. Da war ich das nächste hin. Boah, bin ich am... Ich hoffe, da sind die Sachen nicht so schwer wie hier. Weil ich komme da teilweise nicht damit klar, Alter. Es ist ja so schwer geworden. Wonderum? Ja, komm, lass mal Wonderman Square hin. Es tut mir aufrichtig leid. Hey. Im Moment herrscht zu großer Andrang. Bitte kommen Sie später wieder. Echt? Was, das Riesenrad lohnt sich eigentlich so, nur, kommt man erst später hin, oder was? Mit dem Riesenrad fahre ich erst, wenn ich anfange. Toll, danke, dass ich den Weg umsonst hier gemacht habe. Ich will auf jeden Fall mit dem Riesenrad. So, was haben wir denn noch da auf der anderen Seite? Oh. Keine Ahnung, wer es nicht aufhebt. Speed Square. Oh nein. Schnelligkeit ist doch gar nicht mein. Heute erforsche ich die unendlichen Weiten des Weltraums. Bei der Weltraumschlacht baller ich mir den Brust von der Seele. So. Guck mal, wen wir hier treffen. Wahrscheinlich müssen wir das andere zum Schluss machen, oder wie? Was ist denn jetzt los? Neue Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Wohl an! Beginnen wir sogleich mit dem Briefing! Passt genau auf! Sir! Sir! Hm? Sir! Sir! Alles auf gleich. Oh, Tiefhaus hier. Cloud? Hat dich etwa die Einsamkeit übermannt? Nicht wirklich. Also, ich bin schon ein bisschen neidisch. Orte wie diese sind in Begleitung einfach viel lustiger. Ach, gibt es denn keinen, der sich meiner erbarmt? Lass das. Warum? Weil man sich nicht einfach so jemanden schnappt. Hm? No. Der erste Eindruck kann trügen. Du könntest an jemanden geraten, der Übles im Schilde führt. Vielleicht sogar an jemanden von Shinra. Keine Angst. Ganz so blauäugig, wie du denkst, bin ich nicht, Papa. Ach so. Blondie. Na dann, ist ja gut. Aber dass du dich um mich sorgst, freut mich trotzdem. Mann, ich will das auswählen. Für die Beziehung. Halt. Ich hab schon wieder nicht... Neue Rekruten! Was ist hier? Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Wohlan! Beginnen wir sogleich Warte. Mit dem Briefing. Passt genau ja, auf! Gleich. Berichten zufolge sammeln was, die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht. Hier können alle Rekruten ihre Goldpunkte eintauschen. Das war das gleiche, ne? Ah nee, hier ist immer was anderes. Oh, da muss ich eigentlich... Ja, warte mal, Hand erstmal... Karten. Schusswaffen, ja, kann auch mitnehmen. Das sind Figuren, ja, komm. Schnelltrank brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Kosmo-Ritter triumphieren immer. Also gibt's überall nicht das gleiche, okay. Neue Rekruten!
Willkommen bei den Kosmo-Rittern. Wohlan, beginnen wir sogleich mit dem Briefing. Da muss ich die anderen nachholen. Genau auf. Was ist hier? Berichten zufolge sammeln die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht auf der Rückseite des siebten Mondes. Ja, okay, Aufgabe wir müssen sogar da lang. Wird es sein, die Verteidigungslinien des Feindes zu durchbrechen. Sodann bringt ihr zu seinem Kommando um eins gewandet und erhält sie dort einen vernichtenden Schlag. Sie waren das Schwert der Gilgamesch-Truppen. Und entscheiden Sie für im Laufe der Zeit wurde die Militärführung immer korrupter. Es waren die Kosmos, lass mich mal hier dran. Die das Banner der Revolution gegen die machttrunkene Elite hissten. Was okay. Als Staatsstreich begann, entwickelte sich zu einem weitflächigen Weltkrieg. Ah, hier müssen wir hin. Sind Sie bereit für Ihren Einsatz? Ach du Scheiß. Ausweichen, schießen, Bombe, Heilung. Heilung? Passt das gar nicht in das Setting. R2, ausweichen. Schießen. Okay. Hin und her wog das Schlachtflügel. Oh, das wird sowas von Scheiße. Schießen mal. Oh. Ziel der heutigen Mission ist die Zerstörung des feindlichen Mutterschiffs. Der Frieden so. Im All liegt in euren Händen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Alles abgeschossen. Gute Arbeit, Rekrut. Hier wäre noch ein bisschen stärker. Und einer kommt voll in die Linse rein. Wo sind meine Begleiter hin? Feind in Sicht. Feuer frei. Das waren alle Gegner. Noch einer. Während wir den Feind das fürchten. Alles abgeschossen. Gute Arbeit, Rekrut. Oh. Was ist das denn jetzt hier? Ein feindliches Schlachtschiff der Enkidu-Klasse. Es verfügt über eine Markus-Zollenkanone neuester Bauart. Also Vorsicht! Es ist unsere Pflicht, die wunderbaren Weiten des Weltalls zu beschützen. Geh noch weiter, okay. Ich dachte, das war's jetzt. Hey! Wohin? Oh, Mann! 13.000. Feindliches Mutterschiff nähert sich. Es ist das Rückgrat der Gilgamesch-Truppen und muss zerstört werden. Wer den Mut hat zu kämpfen, der folge mir. Ja, ich war gerade unter dem. Feindliche Feuerkraft verringern. Auf die Geschütze zielen. Jeder Geschützturm muss zerstört werden.
ihr nach. Wir greifen das Heck an. Der Feind darf nicht entkommen. Ohne Antrieb ist auch das größte Schlachtschiff nur eine riesige Zielscheibe. Der Sieg ist zum Greifen nah. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Für Auto oder bei Tür? Auf die Feindbewegungen achten! Da ist doch gut. Boah. Gut gemacht! Dank deiner Tapferkeit ist das all wieder Tö, 18.100! Das ist gut. 31.000! Die Kosmoritter wurden einst gegründet, um den Frieden. Sind Sie bereit für Ihren Einsatz? Oh, nee, schade, wir haben kein Profi geschafft. Im Laufe der Zeit wurde die ja, scheiß drauf. Die schaffen wir nie. Profi. Die das Banner der Revolution gegen die machttrunkene Elite hissen. Scheiß drauf, nein. Das war's. Komm. Die machen müssen wir eh so mal hinmachen. Naja. War okay, aber. Ja. War ein bisschen lang gezogen, oder? Ich hab das Gefühl. So. So, nächstes. Ich hab die mir aber irgendwie krasser vorgestellt. So ein bisschen wie Guardians of the Galaxy oder in dieser Rollercoaster oder irgendwie sowas. Eine Art Rollercoaster-mäßig. Hier, Battle Square. Sollen wir hier mal reinkommen?